Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Verstellung. Ich zeige euch heute hier vom Blackwolf seinen Bau für ein Skin-Paket. Nicht nur für den LKW, sondern auch für den Trailer. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Ich fände es gar nicht so schlecht, denn sowas haben wir in der Form, in dieser Variante zumindest nicht. Und ich finde es eigentlich ganz schick. Also, ich habe jetzt hier den DAF XD, neuer Hügel. Und da seht ihr zum Beispiel hier den Bauer-Skin. Der sieht dann so aus. So. Dann haben wir den Dringen, wie heißt das? Dringer und Scheidel. Sagt mir jetzt nichts, einfach ein Bauunternehmen, das sieht so aus. Dann haben wir hier Hochtiefbau, kennt man. Auch schön hier mit Sonnenblende. Dann Köster. Auch hier vorne, Baustellenfahrzeug. Dann haben wir noch mit dabei Leonhard Weiß, auch so ein Bauunternehmen. Markgraf. Max Bögel ist so, glaube ich, die bekannteste Variante, oder? Kennt man, oder? Ja, ne? Und Strabag. Strabag macht er hier so Baugedöns. Wobei man hier sagen muss, da muss er nochmal ran. Warum? Weil das verkehrt rum ist. Aber das kann er bestimmt noch fixen auf die Schnelle. Ist ja nicht das Problem. So, ich lasse das jetzt einfach mal hier Max Bögel. Wobei man hier vorne dann das wegmachen muss. Dann passt es besser. Ne? Also sieht das so aus. Ich mache jetzt hier bloß mal Rundumleuchten drauf. So, dann sieht das gleich mal ganz toll aus. Bestell das Ganze jetzt mal. Gehe jetzt hier mal raus. Und dann zeige ich euch den Auflieger, den ihr hier nutzen müsst. Oder was ihr nutzen könnt. Ne? Gibt es einmal den Alu, die Stahl-Kleinvariante. Das sind in dem Fall die hier. So, dann zeige ich das mal. Aluminium-Cap, also der hier. Zeige ich, da geht ihr rauf. Habt ihr hier Bauer, Geringer und Scheidel. Hoch, tief. Dann das ist Köster, das steht dann hinten drauf hier. Leonhard Weiß, Bauunternehmen. Markgraf wahrscheinlich auch hinten, genau hinten. Dann Max Bögel wieder. Und dann Strabag. Ja. Ich habe jetzt Max Bögel genommen, richtig. Dann nehmen wir den so. Ihr könnt, wie schon gesagt, auch die Variante nehmen mit den Stahlkipper. Da ist, geht das ganz genauso. Also Bauer hier, dies, das. Geht dann ganz genauso. Dann könnt ihr dann hier ebenso nutzen, das Ganze. Ja. Und die ganzen anderen Parts, gut, das brauche ich nicht erklären. Das funktioniert sowieso. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drauf eingehen. Nee, ne? Das könnt ihr dann selber machen. Und boah, ne? Dann würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal kurz so die Kombi an, wie sie jetzt dann zusammen aussieht. So, die Kombination würde jetzt in dem Fall bei mir so aussehen. Max Bögel hier, warte mal, Rundumleuchten an. Finde ich eine richtig coole Idee, so Baustellenpakete zusammenzuschnüren. Egal, ob es jetzt der kleine Stahlauflieger ist oder dann der größere. Und halt einfach hier für den DAF XD. Was vielleicht noch interessant ist, wenn wir hier mal ganz kurz zum LKW-Browser gehen, weil das war jetzt der XD, weil er hat geschrieben für den neuen DAF. Ich gucke mal hier den neuen, das ist der XD, den 2021, ich will mal schauen. Hier gehen sie nämlich nicht, nur dass ihr Bescheid wisst, dann beim XG, Moment, da gehen sie auch nicht, und beim XF gehen sie auch nicht. Also das ist für den kompletten XD, nur dass man es mal klarstellt, nicht, dass jemand fragt, was ist denn mit den anderen Modellen, ne? Und dann könnte auf alle Fälle eine schöne, ist das eine schöne Kombination. Ich mag das ja dann immer, wenn das dann auch zusammenpasst, das Ganze, sieht es dann auch cool aus und kann man damit eine schöne Tour fahren hier, ne? Finde ich klasse. Geile Sache, oder? Ja, mehr ist es im Prinzip nicht. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann dürft ihr es gerne machen, einfach kommentieren. Ansonsten will man einen Däumeling da lassen, ein Abo für den Kanal nicht vergessen und die Glocke drücken und dann nochmal Danke an den Black Wolf. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, macht's gut, bis bald und adios.